Befehle. Als Befehle bezeichnet man Aussagen, die den anderen sagen, was er zu tun hat. Heutzutage mögen es Menschen nicht mehr, Befehle zu bekommen, und das ist auch gut so. Die Zeiten, wo ein Herrscher anderen Befehle gegeben hat, sind im Grunde genommen vorbei. Es ist wieder so wie in der urmenschlichen Gesellschaft, wo Menschen sich abgesprochen haben, manche eine natürliche Autorität hatten und manche für etwas Bestimmtes eine Autorität bekommen haben. Man muss Menschen mehr überzeugen, als ihnen Befehle zu erteilen. Manchmal würde man hoffen, dass Gott einem klare Befehle gibt, denn man will ja als spiritueller Aspirant das tun, was zu tun ist, und wir hätten es gern, dass Gott klar sagt, was er von uns will. Aber so klar ist es oft nicht. Zwar gibt es ab und zu mal eine Klarheit, die man wie Befehl Gottes ansieht, aber selbst das muss man hinterfragen, denn nicht alles, was in einem als Stimme kommt, ist die Stimme Gottes. So muss man immer überlegen, was will Gott von mir, was will das Schicksal von mir, was will mein Partner von mir? Was wollen meine Mitmenschen von mir? Und was will die Tiefe meines Wesens? Was will ich eigentlich? Und wie kann ich all diese Handlungsempfehlungen miteinander in Übereinstimmung bringen und dann das tun, was zu tun ist? Leben für einen spirituellen Aspiranten ist nicht unbedingt einfach, aber erfüllend und sinnvoll.